Ein Fahrzeug der Polizei steht in Flammen hier in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince. Dort haben sich die Proteste gegen die Kriminalität im Land ausgeweitet. Tausende Demonstrierende gingen am Montag auf die Straße, um gegen die Bandengewalt zu protestieren, die in der vergangenen Woche zum Tod eines Polizisten geführt hatte. Ich bin heute auf der Straße, weil ich als Jugendlicher, der im Viertel Carrefour Feuille wohnt, nicht mehr so leben kann. Die Stadtteile sind gangsterisiert, aber wir stehen auf und wir werden unser Viertel nicht aufgeben. Die Regierung muss etwas tun, bevor es noch schlimmer wird. Die Demonstrierenden beklagten die Todesfälle im Zusammenhang mit der Bandenkriminalität und den Mangel an medizinischer Versorgung im Land. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sind im vergangenen Jahr rund 73.500 Menschen vor der zunehmenden Gewalt und Armut aus Haiti geflohen. 5,2 Millionen Menschen, fast die Hälfte der haitianischen Bevölkerung, sind nach UN-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen.